Al-Kaffaratu fil Yamin. Kaffaratu al-Yamin. Wie nennt man die Kaffara auf Deutsch? Sühne. Die Sühneleistung für den Schwur. Ist die verpflichtend oder nicht? Ja. Eine Pflicht. Tayyib. Was ist die Ursache der Pflicht? Die Ursache ist der Schwur selbst. Aber die Bedingung, Shartul Wujub, dass man ihn bricht. Jetzt, wenn wir die Regel anwenden, die ich eben genannt habe. Also wir müssen, da gibt es eine Regel, auch ein Prinzip, das sagt, man darf eine Ibadah, beachte bitte, es gibt zwei Dinge. Es gibt einmal Bedingungen der Pflicht, Shartul Wujub, und es gibt einmal den sogenannten Sababul Wujub, Ursache der Pflicht. Okay? Es gibt Ursachen der Pflicht, also das heißt, wenn diese Zustände gegeben sind, ist die Handlung zur Pflicht geworden. Dann gibt es aber nochmal Bedingungen für die Pflicht. Das heißt, die Ursache ist da, aber die Pflicht ist noch an weitere Bedingungen geknüpft. Man darf eine Ibadah ausführen, wenn die Ursache der Pflicht gegeben ist, selbst wenn noch nicht die Bedingung gegeben ist. Dann stellt sich die Frage, ich habe etwas geschworen und ich möchte diesen Schwur brechen, weil ich beispielsweise gesehen habe, etwas anderes ist besser. Es ist besser, dass ich mich nicht daran halte. Darf ich die Kaffara leisten, die Sühneleistung zahlen, noch bevor ich den Schwur gebrochen habe? Beispielsweise, du nicht. Beispielsweise, ich schwöre, ich werde bei Zaid nicht mehr eintreten. Ich werde nicht mehr zu ihm nach Hause gehen. Und dann am nächsten Tag denke ich mir, es wäre doch besser, wenn ich zu ihm gehe. Ich bin noch nicht hingegangen, weil der Schwur wird ja erst gebrochen, wenn ich dort hingegangen bin. Ich bin noch bei mir zu Hause und denke mir, ich will diesen Schwur brechen. Darf ich schon, bevor ich das getan habe, die Kaffara leisten oder nicht? Ja. Entsprechend der Regel, ja. Entsprechend der Regel, die wir eben genannt haben, ist das möglich.